Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel des Supermanagers. Ich habe einfach mal die Einrichtung übersprungen und damit die ganzen Ladescreens. Ich habe jedenfalls eingestellt, dass wir den Verein nicht besitzen, sondern einfach die ganz normalen Einstellungen und wir haben nur Deutschland bis zur Oberliga drin. Genau, das war es auch schon, was ich erzählen musste. Ihr seht schon hier in Orange markiert, wir spielen heute. Oder ab heute den ersten FC, na, nicht der erste FC, der FC Carl Zeiss Jena, FC KZ Jena, CZ, KZ, das ist was anderes. Der Jena, die ja momentan in der dritten Liga sind, hier aber noch in der Regionalliga waren. Und, naja, sagen wir mal eher, ganz so zufrieden sein dürften. Wir sind das stärkste Team in der Regionalliga, also können wir versuchen, da was Gutes rauszuholen. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie der DFB-Pokal ausgeht. Und da. Die erste Runde ist. Das dauert ja ewig. Alles. Ja, wir hätten das jetzt warten können. Aber gegen Paderborn. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber. Wirklich ist es. Na, wahrscheinlich nicht. Was haben wir denn schönes? Essen Kassel-Augsburg. Irgendwelche überrascht hier Saarbrücken gegen Hannover. Das wird bestimmt interessant. Aachen-Aue vielleicht auch. Weil Aachen ja inzwischen auch in der Versinkung verschwunden ist, leider. Ja. Im riesigen Stadion nebenbei. Erfurt. Wüsste ich. Und ja, ein paar interessante Spiele dabei. Mal sehen, wer zum Pokalschreck sich entwickelt. Genau, wir sind der Regionalliga West. Mit Leipzig, Magdeburg, Berlin 2. Wir haben so viele Berliner Vereine, ne? Ich habe ja mit dem Herrn Philipp vor kurzem auch, da bin auch immer noch dabei, Let's Play, eine Runde, eine Multiplayer-Runde im FM19 zu machen, dem von Sega. Ja, wir beide in der Regionalliga Nordost. Er spielt Lok Leipzig, ich spiele. Ach, BFC Dynamo, die ja hier noch in der Oberliga waren. Oberliga. Oh, not. Hier. Ah. Und da gibt es so viele Berliner Vereine, aber hier gibt es, denke ich, auch noch relativ viele. Ja, Union Berlin 2, Hertha 2, Victoria Berlin, Berliner AK, Babelsberg kann man zu Berlin zählen, ist Potsdam, aber Berlin, fast Berlin. Ja, alles irgendwie fast Berlin, also. Die Hälfte zumindest. Schon was. Transfers haben wir natürlich kein Budget, in der Regionalliga ist das. Auch mal unrealistisch. Gehaltsbudget und das Baukostenbudget völlig im Minus, ist irgendwie immer so. Verstehe nicht warum. Neue Herausforderung für G. Schmitz. Schmitz. Mal wieder am Start. Guck mal, wen wir haben. Haben wir Porträts? Bitte lass uns ein paar Porträts wenigstens haben. Ja, dafür, dass ich mir Porträts-Packs runtergeladen habe, sind es wenig. Ich habe mir aber überlegt, dass ich für alle Spieler Porträts einfüge. Das heißt, in der nächsten Folge wird es für diese ganzen Spieler hier Porträts geben. Jetzt in der Folge auch noch nicht. Gucken wir mal, dass wir zumindest die erste Mannschaft machen. Ach, guck einmal an. Hier im BFC Dynamo habe ich mir Üst Brinkmann ja geangelt oder der ist schon da. Den kenne ich. Kenne ich noch irgendjemanden? Den hier habe ich auf jeden Fall auf dem Feld schon gesehen. Den hier auch. Den auch. Da sind wohl noch ein paar bei Carl Zeiss Jena. Letzte Saison. Jaja. Oder in einem anderen Verein gegen die. Aber das ist doch mal nett. Aber dort. Haben wir eine zweite Mannschaft überhaupt? Sonst brauche ich da nichts drüber senden. Doch. Kann ja gar nichts. Wir brauchen keine vier Torwerte, echt. Drei allerhöchstens und selbst das mache ich normal nicht. Ich schicke. So. Das Aktion in die Reserve verschieben. Den können wir mal hier lassen von mir aus. Den einen Typen da. Keine hohen Nummern. So, Fries. Alles jetzt mal ein bisschen nach oben geschoben hier. Ja, und ich hasse es, wenn da so riesige Abstände in den Nummern sind.
entspricht jetzt nicht ganz dem, wie es sein sollte, glaube ich. Nee, nee, der 22er war das, ne? Genau. Er ist ja jetzt 22. Dann halt mal so. Da verlautert er ihn schon. Und da ist unser Jungtorwart. So, Aufgaben. Kapitän ist Tino Berbig. Der Torwart. Ja, irgendwie relativ häufig in letzter Zeit, dass man sowas sieht. Mach mal ein bisschen Marathon von mir aus. Das habe ich in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Jetzt gucken wir mal, wen wir kommen heißen können. Ja, am Anfang machen, es gibt ja immer neue Spieler irgendwie. Meistens. Beispiel, Sören. Hatten wir schon, ne? Ja, Rima. Jalach. Ich habe ja rausgefunden, wie man Porträts einfügt. Man muss einfach nur, Nachname, meine ich, die ersten beiden Buchstaben sind das, meine ich, von Vornamen und das Geburtsdatum. Wenn ihr es wissen wollt. Könnt das auch googeln, aber ich meine, das war's. Also, gar nicht so schwer. Aber jetzt habe ich gerade nicht drauf geachtet. Aber ich habe niemanden vergessen. Jetzt auch erstmal hier, sagen wir mal, Folge 0, ich werde es auch als Folge 0 bezeichnen. Vielleicht hole ich mir ja noch Begleitung für die nächsten Folgen, aber Folge 0 kann ich jetzt auch mal gerade noch alleine schaffen. Ich habe überlegt, ob ich hier Musik im Hintergrund einlaufen lassen möchte. Es gibt ja genug copyright-freie oder auch das Spiel Musik vor diesem Spiel, aber ich traue wohl. Und wenn wir dann später hier die Spiele machen. Müssen eh gucken, wie das ist, ob wir für jemanden aus der zweiten Mannschaft in die erste holen oder andersrum. Das muss ich alles zeigen. Ich bin da letzter Zeit, sagen wir mal, wie sagt man, streng gewesen. Die erste Mannschaft darf höchstens ein Spiel. Allerhöchstens. Da sollen die besser in der zweiten Mannschaft. Trainingslager, wie sieht's mit dem Geld aus? Darf nicht zu teuer sein, aber so ein. Ich gehe immer gern nach Süd. Natürlich zu teuer. Tage für 41.000. War wieder 14 Tage in lokales Trainingslager, genau. Paar Freundschaftsspiele. Gegen fangen wir mit was Einfachem an. Ratingen 0419. Einer gegen. Dann nochmal ein bisschen was einfacher ist. Zum Beispiel. Astoria Waldorf zum Beispiel. Dann. Oberlausitz Neugersdorf. Waren auch im BFC Dynamo. Da sind die auch dabei gewesen. Lausitz, Neugersdorf. Etwas stärkeren Gegner vielleicht, sowas wie Unterföhring. Aber hier noch ein Freundschaftsspiel. Ich mache immer sehr, relativ viele Freundschaftsspiele. Borussia Mönchengladbach. Sollten am Anfang eine Praxis haben. Augsburg. Und ein letztes Spiel gegen VfL Wolfsburg. Paar einfache und ein paar schwere, so ein mittleres brauchen wir nicht. Da brauchen schon Mittel. Ja, dann seht ihr mal. Das meine ich. Das meine ich. Ja, das wollte ich nicht, danke. Nein, wirklich nicht, danke. So, machen wir hier die Saisoneröffnung. Dann hier ist die Mannschaft, ist das genau, Laktattest, nee, Laktattest der Probe drin. Laktattest machen wir, ja. Dezember.
Hier. Da spare. Vorne dann. Kann man da ein Freundschaftsspiel machen oder ist es Weihnachten? Ne, man kann gegen Frickenhausen spielen. Weihnachtsfeier am 23. Dann. Kann man kein Laktates mehr machen. Dann machen wir den am Anfang der Saison. Ja, nur vorher, das wusste ich gar nicht. Ich hab den immer am Anfang bisher angesehen, aber na gut. Wahrscheinlich auch irgendwie. Ob wir hier noch einen Fanclub treffen. Bisschen muss sein, ne? Und nochmal ein Freundschaftsspiel hier. Ich will ja nicht rauskommen hier gegen Herford. Hallenturnier machen. Kommen ja richtig raus hier. Bisschen Pause dürfen sie dann hier machen oder geht's hier wieder? Ja, da weiter. Was haben die für ein Logo? Warum haben die kein Logo? Ist nicht nett. Nicht nett. Nicht nett. Ja, hier könnte man ein Freundschaftsspiel machen, aber. Wir machen hier ein. Ja. Da machen wir nicht. Gut, machen wir nichts hier. Spieltag. Man hier ein Turnier machen. Nein. Ja. Ein Freundschaftsspiel. Das ist immer mit diesen Kienweder. Haben die erfunden extra für mich. Dann spielen wir halt zweimal gegen Kienweder. Auch. Wir gegen die A-Jugend von mir aus. Wir sind sogar in den A-Junioren 4. Das ist ja mal was hier. Ich auch mal Leistung. Hier frei, da können wir ein Turnier. Frei, hier können wir ein Turnier. Hier ist Spiel frei, hier können wir ein Freundschaftsspiel. Erst nicht. Start. DFB-Pokalfinale, hier machen wir noch. Kurzregen. Nee. Verschieben den Urlaubsbeginn auf hier. Wir machen hier Saisonabschlussfeier. Was wir machen, ist ja klar. Doch garantiert ins DFB-Pokalfinale kommen. Ein letztes Saisonabschlussspiel gegen Offenburg. Und dann. So. Hier. Sonst ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Hier noch einer. Ende des Jahres. Und dann vielleicht nochmal. Vor Weihnachten, wobei man das natürlich Fanclub-Treffen machen könnte. Aber machen wir vor dem Spiel Blauen noch. Und da kommen wir da bestimmt in die dritte Runde des DFB-Pokals, deswegen sollten wir da nichts machen. Nach dem Spiel müssten die ja ausgelassen feiern, dass wir da weiterkommen ins Achtelfinale. Genau, und boah, haben wir hier noch Golf, ja. Mhm, das ist interessant. Merchandising. Sticker können wir aufnehmen. Was haben wir eigentlich für Mitarbeiter? Das interessiert mich jetzt. Trainingsplan. Ziele, die würde ich trotzdem vorweisen. Vielleicht machen. Aber alles mit der Zeit. In der zweiten Saison vielleicht erst. Einzel- und Taktik ändern, das mache ich nicht so gerne, da bin ich ehrlich. Aufgaben zuweisen. Auch nicht so gut drin, aber Einsatz und Taktik von Anfang an möchte ich schon sehr gerne noch festlegen. Der Jugendtrainer darf bitte aufstellen, aber verpflichten möchte ich selber. Taktik, da darf sich der Herr Kopjewald kümmern. Aufstellen würde ich gern selbst. Ganzen der Rollstapel, Feier, Herrstapel. Ja, das mache ich. Ich darf es gern tun machen. Darfst auch gern du machen. So, gucken wir jetzt mal nach den Kartenpreisen. Alle ausverkauft. Haben wir immer noch 25% Rabatt, das ist glaube ich fair.
Topspiel gegen Paderborn natürlich. Dann will ich sehen. Ganze Freundschaftsspiele werden nochmal zusätzlich ermäßigt, das passt. Mentoren. Das mache ich dagegen jetzt schon mal so ein paar Jugendspieler dann später auch, überall Trainingsziele und wenn wir jetzt irgendwie ein außergewöhnliches Talent haben sollten, mache ich das auch. Das hat zum Beispiel ein gutes Talent, da mache ich hier schon. Geht ja sehr schnell. Ansonsten mache ich das auch mal offscreen. Hier allen Spielern mal Trainingsziele gebe. Muss ich gucken, wie ich das mache. In den letzten Displays habe ich das ja immer so ein bisschen, ne? So gemacht. Ja, ist ein echtes Talent. Ganz schön, wenn da irgendwie auch so ein Symbol gewesen wäre. Ja gut, hat schon Trainingsziele nicht, aber gut. Wird ja eh kein neuer Teil mehr rauskommen. Ansonsten könnte man sich das für den nächsten Teil wünschen. Ja, Ridora. Ja, auch ein Talent. Ja, auch. 2,5 Sterne ist schon echt gut. Vor allem haben die auch echt gute Stärken. Gerade die kurzen Pässe solltest du nicht auswählen. Ja, Robustheit bist du so schlecht. Sag mal, machst du deiner besten Fähigkeit? Immerhin Herrn Eismann, der geht nicht mehr. Herr Geißler geht auch nicht. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass keiner mehr passt. Finde ich sympathisch. Und ja, in der nächsten Folge starten wir dann erstmal richtig durch. Lassen die Zeit loslaufen. Und gucken mal nach neuen Spielern. Diese Folge ist jetzt, sage ich erstmal, wirklich eine der unnötigen Folgen. Und in den nächsten Folgen geht's dann erst richtig los. Ja. War jetzt erstmal Einfindungsphase. Dann sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.